Königswinter in Nordrhein-Westfalen. Hier lebt der 42-jährige Heiko. Sein Übergewicht ist für den arbeitslosen Lkw-Fahrer längst zum Albtraum geworden, aus dem es kein Erwachen mehr gibt. Seit 2 Jahren benötigt Heiko beim Schlafen zusätzlich Luft, denn er schwebt in Lebensgefahr. Das ist eine Schlafapnoe-Maske, weil ich nachts Atemaussetzer habe. Jetzt kann ich ohne gar nicht mehr schlafen. Morgens, da merke ich das erst recht, so mit dem Aufstehen. Also ich brauche meistens so mindestens eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, bis ich aufstehen kann. Also sitzen tue ich ja sofort, aber bis ich dann merke, jetzt kannst du losgehen, dich waschen, dich anziehen. Und erst recht das Duschen ist für mich ein sehr großes Problem, weil ich halt deswegen auch nicht jeden Tag mache. Seine 210 Kilogramm verbieten Heiko schon längst jede Eitelkeit. Ich nehme einfach, was sauber ist, weil so große Möglichkeiten habe ich nicht, weil man halt in der Größe leider nicht so viel findet. Man kriegt schon Hosen so für 100 bis 200 Euro in meiner Größe, wo man glaubt, die würden passen. Aber wenn man 300 Euro im Monat hat, wie soll man dann auch noch eine Hose von 100 Euro holen? Und jetzt habe ich halt Jogginghosen geholt, da klappt das so einigermaßen. Ich laufe rum wie so ein Halbobdachloser. Ja, so fühle ich mich halt. Leute, die mich kennen, die wissen ja, was los ist. Aber fremde Leute, ja, keine Ahnung, wie die mich sehen. Also ich glaube, die sehen nichts Gutes. In Königswinter versucht 210-Kilo-Mann Heiko trotz Arbeitslosigkeit einen geregelten Tagesablauf einzuhalten. Dazu gehören auch regelmäßige Essenszeiten. So beginnt Heikos Tag mit einem kleinen Frühstück. Warum ist denn dein Kühlschrank so leer? Damit ich halt nicht auf die Versuchung komme, viel zu essen. Ich frühstücke so 2 Brote. Und gerade das, was ich gerade da habe. Beim Einkaufen achtet Heiko aufgrund seiner Arbeitslosigkeit mehr auf den Preis als auf den Nährstoffgehalt. Satt bin ich nach 2 Schnitten. Was noch da ist, und das ist auch das Schlimmste an der ganzen Sache, ist der Appetit. Also vom Appetit her könnte ich weiter essen. Ja, das ist einfach der Kampf momentan so. Ich versuche halt, das nicht zu machen, weil ich halt wieder dünner werden möchte. Ich kämpfe einfach, dass ich wieder gesund werde. Und ja, es ist halt auch nicht schön, wenn man so dick ist, halt dauernd doof angeguckt zu werden und so weiter. Und wo ich das halt durch Freunde gemerkt habe, dass ich endlich mal wieder was für mich tue, habe ich es irgendwann begriffen. Als Kind war Heiko normalgewichtig. Sein Extremgewicht futterte sich der 42-Jährige an, als sein Herz gebrochen wurde. Mit 26 heiratete Heiko seine große Liebe. 7 Jahre später folgte die Scheidung. Nach meiner Trennung bzw. nach meiner Scheidung habe ich mich halt sehr in Arbeit geschmissen. Das war Ablenkung, gar nicht mehr drüber nachdenken, weil ich habe diese Frau doch schon unheimlich geliebt. Ja, und ich bin zu viel Lkw gefahren, bin erwischt worden. War halt täglich zwischen 12 und 15 Stunden und dadurch habe ich meinen Führerschein verloren. Ja, und da musste ich auch den Job aufgeben. Am Anfang war es eigentlich echt gut, wenn man jeden Tag 15 Stunden gearbeitet hat, dann mal so 2 Monate Pause zu haben. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich nur noch zu Hause war, mich eingemurmelt habe.
viel gegessen habe, wirklich, das ging eigentlich so, dass ich für 3 Tage eingekauft habe und das teilweise schon morgens weg war, das Essen. Und da waren halt immer so gesehen das Billigste vom Billigsten, damit ich viel kaufen konnte, damit ich auch viel essen konnte. Und dadurch ist halt auch diese Masse entstanden. Für mich war mein Essen, ja, mein Leben. Ich habe innerhalb von einem halben Jahr ungefähr 90 Kilo zugenommen. Und da ist mir halt auch bewusst geworden, dass halt irgendwann mal was mit mir nicht stimmt. Und dann bin ich halt in eine Reha-Klinik für Adipositas gegangen. Da habe ich auch 16 Kilo in 5 Wochen abgenommen. Das Problem war dann, wieder zu Hause zu sein, wieder alleine zu sein. Und in der Klinik habe ich halt auch mit einer Psychologin geredet, die halt gesagt hat, dass ich ganz schön tiefe Depression hätte. Und dann hat sich das eine zum anderen ergeben. Noch immer ist Heiko depressiv und muss deshalb regelmäßig Medikamente nehmen. Das sind Antidepressiva. Morgens nehme ich eine gegen meine Depression, sonst hätte ich also definitiv mehr Probleme. Und abends, die ist dafür da, dass ich besser einschlafen kann. Die Tabletten machen für Heiko vieles leichter, doch beim Versuch abzunehmen sind sie ein großes Hindernis. Das Problem ist, dass die Antidepressiva dafür sorgen, dass man halt nicht so schnell abnimmt. Und ich habe jetzt ungefähr 6 Kilo abgenommen. In einem Zeitraum von ungefähr 3-4 Monaten. Ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Heiko will eine Magenverkleinerung. Dafür muss der 210 Kilo Mann hart kämpfen, weiter abnehmen und auf die Kostenübernahme der Operation durch seine Krankenkasse hoffen. In Königswinter gibt es Neuigkeiten. Heiko hat zwar noch keine Nachricht von seiner Krankenkasse, aber seit 3 Wochen ist er nicht mehr allein. Er hat eine Freundin. Barbara bringt neuen Schwung in Heikos Leben. Heute will das Paar den Abend bei ihr verbringen. Ach, boah, du bist auch wieder so schnell heute. Hast du Hunger oder was? Immer. Immer, ja, das ist typisch. Das Paar kommt vom Einkaufen. Das Abendessen möchten Heiko und Barbara zusammen kochen und genießen. So, erstmal rein in die gute Stube. Quetsch dich vorbei. Doch das Kochen muss warten. Nach dem Einkaufstrip braucht Heiko erstmal eine Pause. Ja, anstrengend ist es schon für mich. Ist nicht immer einfach, weil er halt ja auch diese durch sein großes Gewicht hat er ja auch einiges an Problemen. Ich habe dafür auch Verständnis, aber er darf sich bei mir nicht ausruhen. Also auf die faule Haut legen und sagen, ich kann das nicht, gib es nicht. Ne, Müll rausbringen und sowas muss er trotzdem machen. Ja, also da hinten ist die. Ich muss mich gerade mal hinsetzen. Ja, geh dich setzen. Ja, ich pass auf, dass es nicht anbrennt. Nach seiner Scheidung vor 3 Jahren und der daraus folgenden Depression wollte Heiko eigentlich erst mal lernen, sich wieder selbst zu lieben. Barbara hat es nun geschafft, ihn aus seinem Schneckenhaus zu holen. Ich habe jetzt keine Freundin gesucht aus dem Kunden, weil ich mich halt für meinen Körper schäme. Aber mit dem Thema haben wir uns schon beide auseinandergesetzt und ich schäme mich zwar immer noch vor ihr, aber zeige es ihr nicht. Und das ist halt sehr schwer, wenn man sich selber nicht mag, das zu akzeptieren, dass der andere es ihm nicht stört. Schatz, Mr. Buddy Perfect, kannst du mal bitte nach dem Fleisch gucken, ob das schon gut ist? Ja. Heikos Gewicht schön zu reden, kommt für Barbara nicht in Frage. Sie setzt eher auf Humor und unterstützt ihren Freund dabei, weiter an sich zu arbeiten. Statt Toast gibt es zum Abendessen Putenbrust mit Salat. Doch das Essen ist eine Sache, die neue Zweisamkeit zu genießen eine andere. Nach wie vor leidet Heiko an starken Selbstzweifeln.
anfangs war das wirklich so, dass wenn sie die Hand auf den Bauch gelegt habe, dass ich so gemacht habe. Dann denke ich mal, okay, dann irgendwann darf ich. Mittlerweile. Ja. Macht das war so am Anfang schon schwer zu. Ja, zu akzeptieren, sage ich mal, dass auch jemand so einen Bauch. Ja, ich würde jetzt mal nicht sagen, schön findet, aber zumindest akzeptiert. Es ist ja nicht so, dass ich sagen würde, ich finde das jetzt super toll, dass da jetzt so viel ist. Ne? Das ist das natürlich nicht, das weiß er auch. Aber das ist mir eigentlich egal. Wichtig ist das, was von innen kommt. Und das ist beim Heiko einfach stimmig. Das Paar hat sich nicht gesucht, aber findet immer mehr zueinander. Und wie ist es denn, wenn es dann mal mehr wird als kuscheln? Zweierlei Gefühle. Also natürlich war es ein schönes Gefühl und ein sehr, sehr großes Schamgefühl dabei. Aber mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Und wenn halt irgendwas nicht so klappt, wie wir gerade wollen, können wir auch mal darüber lächeln, ohne dass der andere jetzt. Ja, gut, beim. Es gab schon Situationen, wo ich gedacht habe, boah, ne, ist das scheiße, wie peinlich ist das. Und, aber ja, mittlerweile, man muss es halt teilweise mit Humor sehen. Wenn man es nicht mit Humor sieht, dann. Schon mal mit einer Robbe geknutscht? Ich dachte, wird sich wieder kitzeln. Hör auf! Gehen wir mal die Zähne putzen. Ja, ich mache hier auch alles fertig. Mir fallen die Augen zu. Ja, glaube ich. Heiko wird heute auch bei Barbara schlafen. Das macht er jetzt regelmäßig, auch wenn zum gemeinsamen Kuscheln noch das richtige Bett fehlt. Ich mache mir die Couch bequemer. Weil die Barbara nur ein Ein-Mann-Bett hat. Also selbst wenn ich ein schmaler Hering wäre, wäre es gar nicht möglich, in diesem Bett zwei zu schlafen. Sie kann auf mich schlafen dann, ja, aber mir auch nicht. Beim Bett kann Heiko Abstriche machen. In puncto Gewichtsabnahme heißt es nach wie vor dranbleiben.